Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Art Break in der Ausstellung Satellit 2 Salker Viertel Berlin-Hollywood. Heute wollen wir uns einem ganz anderen Aspekt in Salker Viertels Leben widmen, und zwar hat sie, die selbst Jüdin war, in einem sehr gebildeten, akademisch offenen Elternhaus in Galizien aufgewachsen ist. Das war im hintersten Winkel des österreichisch-ungarischen Kaiserreiches. Wie sie sich eingesetzt hat, um Emigrantinnen und Emigranten, die das nationalsozialistische Deutschland verlassen mussten, zu helfen, ihnen die Einreise in die USA zu ermöglichen, aber auch wie sie für die Menschen in Europa, ihre Bekannten, teilweise auch für völlig Fremde, wie sie zum Notanker wurde. Im Archiv, im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, das ist unser Kooperationspartner bei dieser Ausstellung, findet sich eine Vielzahl von Briefen, Bittgesuchen, teilweise liest sich das wie Hilfeschreie der Menschen, die probiert haben, aus Nazi-Deutschland rauszukommen, zu emigrieren. Das Problem war nicht nur, aus Deutschland rauszukommen, sondern auch ein Land zu finden, das die Fluchtwilligen überhaupt aufnimmt. Die USA hatten da sehr, sehr strenge Regelungen. Es mussten Affidavits vorgewiesen werden. Das sind Bürgschaften von Amerikanern, die für die Neuankömmlinge bürgen, dass sie dem Staat nicht auf der Pelle liegen, dass sie sozusagen zur Not finanziell selbst für diese Flüchtlinge sorgen wollen. Außerdem gab es Länderquoten, dass sozusagen aus den bestimmten europäischen Ländern nur eine gewisse Anzahl von Menschen in die USA emigrieren durften. In dieser wahnsinnig schwierigen Situation eines Europas, das immer enger wurde und immer gefährlicher für Juden und der anderen Länder, die ihre Grenzen immer schneller dicht gemacht haben, haben Salker Viertel wahnsinnig viele Bittgesuche, Hilferufe, freundliche Anfragen, ganz unterschiedlich formuliert, erreicht. Und wir haben hier einfach eine kleine Auswahl zusammengetragen, um einen Einblick zu geben, was da für ein Drama sich abgespielt hat. Salker Viertel hat natürlich probiert, erstmal persönlich Bekannten zu helfen. Sie war total engagiert und Gründungsmitglied des European Film Fund. Das war eine Organisation, die Filmschaffende, Immigranten in Hollywood, haben einen bestimmten Prozentsatz ihres Lohnes, ihres Gehalts gegeben, um in Europa Jüdinnen und Juden zu helfen und aber auch um einen Neustart in den USA zu finanzieren. Wir haben hier, ich will jetzt nicht sagen wahllos, sondern es zeigt die ganze Bandbreite der Briefe, die Salker erreicht haben. Es waren persönliche Leute, die sie angeschrieben haben. Lilly Kann, das war eine Schauspielerin aus Düsseldorf. Da sieht man schon in der Anrede, mein liebes gutes Herz, die beiden standen sich nahe. Dann gibt es aber auch Leute, die sie noch immer mit sehr geehrte Dear Mrs. Steuermann anschreiben. Das ist ihr Mädchenname, den hat sie schon seit ihrer Hochzeit mit Berthold etwa um den Ersten Weltkrieg rum abgelegt eigentlich. Dann teilweise nur noch als Künstlername benutzt. Dann sehr höfliche Gesuche, sehr geehrte, gnädige Frau. Manche haben sie nur angeschrieben, weil sie über ihren Namen gestolpert sind, zum Beispiel in einem Nachspann von einem Film. Sie war ja Drehbuchautorin. Und einfach gehört haben, dass sie engagiert ist und hilft und probiert, diese Affidavits zu bekommen, um die Leute aus Deutschland herauszuholen. Viele von diesen Briefen sind sehr, sehr eng beschrieben. Ganz einfach, Papier war wahnsinnig kostbar und teuer und die Schrift wird immer kleiner. Also das ist dann wirklich hier an der Seite noch weiter geschrieben, um mehr Text unterzubringen. Und es offenbaren sich eben auch ganz unterschiedliche Schicksale. Wir können das heute nicht von allen Leuten nachverfolgen, ob sie es wirklich geschafft haben, doch noch zu emigrieren. Bei einigen wissen wir, dass sie dann, dass sie es nicht geschafft haben und im KZ umgekommen sind. Es ist also hier im Kleinen das ganze Drama der Nazi-Diktatur und der Emigration versammelt, und es ist für uns heute natürlich sehr interessant, uns da rein
reinzuversetzen und reinzuvertiefen, um einen Blick auf das Leben der Leute zu bekommen. Und genau dazu möchte ich euch einladen. Nehmt euch die Zeit, schaut euch mal diese Briefe an und das gibt auch noch mal ein bisschen ein Gespür dafür, was das für eine Leistung war, die Saka Viertel da erbracht hat, aber auch wie viel sie aushalten musste. Es ist bestimmt wahnsinnig schwer, jeden Tag Bittgesuche zu bekommen und man weiß, dass diese Leute höchstwahrscheinlich sterben werden, wenn die Emigration dann doch nicht erfolgreich wird. Also eine Einladung, sich auch mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und in unsere Ausstellung zu kommen. Bis zum 21. November sind wir für euch geöffnet und wir freuen uns über euren Besuch.